Hi, ich bin Sonja und wir haben uns heute zum Thema Familienfreundlichkeit zusammengesetzt und wollten uns da mal so ein bisschen austauschen. Es gestaltet sich ja zum Teil richtig schwierig in der Ausbildung mit Kindern das alles unter Dach und Fach zu bekommen. Und ich bin alleinerziehende Mutter von 3 Kindern und mein mittlerer Sohn, der ist auch Autist und habe halt da Wege und Möglichkeiten gesucht und auch gefunden, wie ich das alles so manage. Also wir müssen alle früh aufstehen, aber zum Beispiel ist es bei uns so, dass ich um 4 Uhr aufstehe, wenn ich im Einsatz bin, um 5 wecke ich meine beiden Kinder. Um 5:30 muss ich das Haus verlassen und dann habe ich sogenannte Eieruhren und darunter solche Notizen. Wenn dieser Wecker klingelt, musst du das machen, musst du dich anziehen, dann musst du die Brotdosen einpacken etc. Da habe ich mir sämtliche Beispiele ausgesucht und habe da halt auch diese verschiedenen Uhren. Und so habe ich da ein bisschen Struktur reingebracht und auch die Möglichkeit, in den Frühdienst zu gehen. Und in den Spätdiensten ist es zum Beispiel bei mir so, das kann ich nirgendwo abdeckeln, weil ich habe leider keine irgendwie Familienunterstützung hier in der Nähe. Also ich bin wirklich auf mich selbst gestellt. Da habe ich es dann wirklich so durchgesetzt, dass ich gesagt habe, hier, pass auf, Frühdienst kann ich gut abdeckeln, aber die Spätdienste nicht. Und Nachtschicht wäre auch kein Problem, weil dann komme ich morgens nach Hause, kann die Kinder versorgen und dann bringe ich sie zur Schule und Kindergarten etc. Aber da muss man dann auch schon mal ein bisschen Zähne zeigen und dann klappt das eigentlich auch ganz gut. Wie klappt das bei dir, Jasmin? Also hi, erstmal, ich bin Jasmin. Hast ja gleich schon losgeschossen. Ich habe auch 2 Kinder und ja, es ist manchmal gar nicht so einfach, da den Kompromiss zu finden zwischen Job und ja, Familie. Wochenenden fallen natürlich ganz oft flach, ist ja ganz klar, gerade bei so schönem Wetter oder sowas kann man nicht wirklich daran teilnehmen. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man dann auch noch gerade im praktischen Einsatz ist. Theorie geht dann ja immer noch. Also man macht schon einen großen Spagat. Man muss immer gucken, dass die Kinder versorgt sind. Ja, da ist natürlich viel Unterstützung notwendig. Bei mir ist es jetzt tatsächlich so, ich habe meine Eltern noch, ich habe meinen Partner noch. Aber auch da muss es halt immer von der Arbeit her passen. Ja, und ansonsten bleibt halt leider viel auf der Strecke. Ja, ist leider so.